Hallo und herzlich willkommen im Arcada Club. Es gibt wieder ein neues Thema zu Digitale Schule mit Apple. Komischer Titel eigentlich. Ich versuche hier so ein paar Themen reinzupacken, um ganz schnell Lehrern oder auch Schülern die Möglichkeit zu bieten, Videomaterial zu erstellen, das irgendwie auch zu verteilen. Und da geht es heute drum. Wir wollen die Videos, die wir produziert haben, recht einfach an jemanden schicken und verteilen. Das kann eine WhatsApp-Gruppe sein von Schülern. Das kann aber auch der Lehrer sein, der einfach eben die ganze Sache per E-Mail zugeschickt bekommt oder eben auch per WhatsApp. Und damit das alles irgendwo funktioniert und die Videos, die wir produzieren, relativ klein und kompakt werden, aber trotzdem in der Qualität recht gut sind, müssen wir die etwas kleiner rechnen, etwas komprimieren. Je kleiner die dabei sind, je besser ist das für die Übertragung per E-Mail oder WhatsApp. Bei WhatsApp gibt es eine Grenze, größer als 60 MB können Videos dort nicht sein. Also das wäre schon ganz gut, wenn wir die Videos da unter diese Grenze bekommen. Ansonsten, wenn wir größere Videos haben, gerade wenn Lehrer vielleicht größere Projekte haben, dann empfiehlt es sich, die trotzdem ein bisschen klein zu rechnen, damit eben Schüler, die eine schlechte Internetverbindung haben, auch die Möglichkeit haben, das Video relativ schnell zu laden. Und gleichzeitig wollen wir keine Qualitätseinbuße haben. Und das schauen wir uns heute an. Das geht nicht ganz kostenlos, das sage ich jetzt schon. Da braucht man eine Software für, die kostet 20 Euro derzeit. Aber ich finde, die ist ihr Geld wert. Damit arbeite ich seit Jahren und in diese Software schauen wir jetzt mal zuerst rein. So, da bin ich auf der Webseite dieses Herstellers. Die Software nennt sich FFWorks und ihr seht hier schon mal so einen Ausschnitt auf dem Mac. Da werdet ihr direkt sagen, alles klar, tschüss Per, das war's, darum geht's. Ich will euch nämlich einen Weg zeigen, wie es ganz einfach geht, aber man sieht, die Software ist sehr komplex. Man kann mit dieser Software fantastische Dinge anstellen, wenn man tiefer einsteigt. Vielleicht machen wir auch zu dieser Software mal einen eigenen Kurs. Aber heute geht's nicht darum. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem einfachen Klick ein Video da reinwerft und dann wird das Video extrem klein und trotzdem perfekt aussehen. Die Software gibt es als Demo-Version. Ihr könnt sie euch kostenlos herunterladen und mal ausprobieren oder für 20 Euro kaufen. Und das finde ich absolut ein fairer Preis, denn diese Software wird wirklich stetig weiterentwickelt. Fast jede Woche kommt ein neues Update und man kann verdammt viel damit machen. Ich benutze diese Software seit Jahren, um hier die Videos schön kompakt und klein zu bekommen und die haben keine Qualitätseinbuße dabei. Kommt auch ein bisschen auf die Parameter ein, die man einstellt. Also wir gehen mal direkt in diese Software rein. Vielleicht noch so ein ganz kleiner Tipp hier, ihr seht es. Bislang kodieren wir unsere Videos im sogenannten H.264 Format. Das ist ein sehr kompatibles Videoformat, denn das wurde ich auch gefragt. Sind die Videos, die wir da in Keynote produzieren und auf dem iPad produzieren, überhaupt kompatibel zu Android-Geräten oder irgendwas? Ja, sind sie, denn wir erzeugen mit den Videos einen MP4-Standard, der weltweit auf allen Geräten abgespielt werden kann. Selbst auf Fernsehern oder anderen Geräten läuft das von uns erzeugte Video. Aber mit der Software können wir sogar den neuen Kodierer H.265 verwenden, der noch schärfere Bilder liefert und noch kleinere Dateien. Aber der ist nicht so ganz verbreitet und deswegen nicht so ganz kompatibel. Auf den gehen wir also jetzt nicht ein. Aber nur mal am Rande, mit der Software könnt ihr solche Videos auch erzeugen. So, und jetzt gehen wir in diese Software rein. So, jetzt wundert ihr, warum ich etwas anderes anhabe, aber tatsächlich war hier an dieser Stelle ein anderes Programm vorgestellt worden. FFWorks heißt das. Das war aber kostenpflichtig und ich möchte euch heute die kostenlose Alternative feststellen. Deswegen habe ich hier dieses Video nochmal neu produziert und diesen Schnipsel hier eingebaut. Ich bin auf der Website des Herstellers. Handbrake heißt diese Software. Sie ist kostenlos für den Mac erhältlich. Ihr könnt sie euch herunterladen und mit dieser Software kann man Videodateien komprimieren. Und das machen wir jetzt gleich mal. Wir schauen uns zunächst einmal die Datei an, die wir komprimieren wollen. So, das ist nämlich meine Präsentation hier, die 19 MB groß ist, fast 20 MB. Und wir schauen uns die mal an. Die sieht von der Bildqualität her recht ordentlich aus. Die kommt halt aus Keynote errechnet und ist eben jetzt in der jetzigen vorliegenden Version 19 MB groß. Und jetzt gehen wir in das Programm Handbrake. Und dort können wir hier eben unsere Quelle öffnen. Das mache ich mal. Da wähle ich die Originaldatei an, also die 19 MB große Datei, sage hier öffnen. Und anschließend kann ich hier in den Voreinstellungen ja quasi ein Gerät aussuchen, für das ich diesen Film jetzt quasi berechnen möchte. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ein Apple TV mit 720p Auflösung zu benutzen oder HD Auflösung. Hier zum Beispiel Apple TV 1080p könnte ich nehmen. Und das nehme ich auch. Also ich klicke dieses Profil hier an. Ist auch automatisch übernommen worden. Und dann muss ich hier nur noch eins machen. Ich drücke auf Start und nun wird diese Datei umgerechnet in diese neue Videogröße und eben besser komprimiert, als das Keynote macht. Und wir gucken uns gleich mal das Ergebnis an. Das ist nämlich schon erstaunlich, was da möglich ist. Vielleicht noch kurz der Hinweis. Hier unten könnt ihr unter Wählen anklicken, welchen Zielort ihr haben möchtet, also wo die Datei dann anschließend landen soll. Und das ist bei mir jetzt hier auf dem Schreibtisch in dem Ordner Live-Demo passiert. Und ich gehe jetzt mal zurück in den Finder
Und dort ist diese Datei, hier diese, die haben wir klein gerechnet, auf 3 MB. Und wir schauen uns die jetzt mal an und man sieht überhaupt keinen Unterschied zu der Originaldatei. Alles ist geblieben, wie es war. Keine Grafik ist schlechter oder keine Animation ruckeliger. Alles ist wunderbar geblieben, aber die Datei ist wesentlich kleiner geworden, nämlich nur 3 MB. Wir gehen nochmal zurück in Handbrake. Ihr könnt nämlich hier unter den Videoeinstellungen noch an der Qualität noch ein bisschen rumschrauben. Je höher man die Zahl hier schiebt, je stärker wird quasi komprimiert. Wir machen das mal mit einem Wert von 28 und komprimieren das Ganze nochmal. Ich lasse die Datei überschreiben. Und da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Da kann man eben ja die Bilddatei noch kleiner bekommen, aber unter Umständen auch in der Qualität Einbußen bekommen. Das muss man ein bisschen rausfinden und dann kann man sich die Voreinstellungen aber später auch selber abspeichern. Wir gucken uns jetzt mal an, was bei dieser Einstellung an Dateigröße herausgekommen ist. Und ihr seht, die Datei ist jetzt nochmal kleiner geworden, 1,5 MB nur groß. Und wir gucken uns das mal an und nach wie vor können wir keine Unterschiede erkennen. Es sieht immer noch recht gut aus. Also wir könnten die Datei damit sogar noch kleiner bekommen. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, die Software Handbrake ermöglicht euch, diese ganzen Parameter einzustellen. Ich gehe mal hier auf so einen Wert, damit wir mal sehen, was passiert, wenn man zu sehr komprimiert. Drückt nochmal auf Start, überschreibt das Ganze nochmal. Und dann gucken wir uns das Ergebnis gleich nochmal an. So, wir gehen in den Finder und jetzt ist die Datei nur 348 Kilobit groß. Also das ist Wahnsinn, aber ihr seht, das Ergebnis ist auch eine Katastrophe. Also wenn wir zu stark komprimieren, dann kriegen wir zwar schöne kleine Dateien raus, aber definitiv keine schönen Dateien. Und genau an diesen Parametern müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr sie einstellt. Aber selbst wenn man die voreingestellten Parameter in der Software benutzt, die ja hier alle zu finden sind, erreicht man sehr gute Qualitäten. Aber wie gesagt, man kann hier alles Mögliche noch einstellen und umändern. Guckt selber, welche Parameter für euch am besten funktionieren. Ihr könnt nachher, wenn ihr einen gefunden habt, hier eine neue Voreinstellung dann speichern und eure eigenen Vorstellungen damit kreieren und damit die Dateien wirklich klein bekommen. Ja, das war also die Vorstellung dieser kostenlosen Software Handbrake. So, und jetzt schalte ich wieder um auf das ursprüngliche Video. Da habe ich wieder was anderes an. So, damit haben wir die Dateien klein gerechnet. Jetzt die spannende Frage, wie verteilen wir das denn an die Schüler? Nun klar, wir können es per E-Mail schicken oder direkt in die WhatsApp werfen, aber für größere Videodateien ist das nicht der gute Weg. Wir müssten also irgendwo das hinladen können und dann können die Schüler sich das da herunterladen. Und da gibt es verschiedene Speicherdienste, die alle Dropbox zum Beispiel Geld kosten. Die gibt es auch als kostenlose Version, das nur am Rande. Aber warum sollen wir uns die Mühe machen? Denn von Apple bekommen wir das Ganze kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich bin hier auf der Apple Homepage und jeder, der ein Gerät bei Apple kauft, bekommt die iCloud dazu. Und in dieser iCloud schenkt uns Apple 5 GB Speicherplatz. Das ist nicht sonderlich viel, das gebe ich zu, aber es ist immerhin geschenkt. Man kann nun diesen Speicherplatz erweitern, was durchaus sinnvoll ist, denn Apple wird über diese iCloud sämtliche Daten verwalten. Zum Beispiel könnt ihr Backups von euren iPhones, euren iPads dorthin laden. Ihr könnt die gesamten Fotos dort speichern. Wenn ihr entsprechenden Speicherplatz habt und auf den iPhones, könnt ihr diesen Speicherplan ändern und dafür dann gegen Geld mehr Speicherplatz bekommen. Ich habe das hier für den Club gemacht. Ich habe die höchste Speicherstufe genommen, weil ich alles darüber verwalte. Sämtliche Fotos, ihr seht das hier, aber eben auch Dateien und alles Mögliche kann man damit organisieren. Übrigens auch die Zusammenarbeit mit Dokumenten wird über die iCloud geregelt. Das reicht dann teilweise mit dem kostenlosen Speicherplatz. Aber es ist empfehlenswert aus meiner Sicht, sich da ein bisschen was zu gönnen und den Speicherplatz zu kaufen. Ich versuche die ganze Zeit auf diese Preise zu kommen. Hier sind sie. Also 5 GB sind kostenlos. 50 GB, was schon ganz ordentlich ist, die kosten nur 1 Euro pro Monat. Das ist doch vertretbar. Und 200 GB, die kosten schon 3 Euro im Monat. Und 2 Terabyte 10 Euro im Monat. Das Tolle an den 2 Terabyte ist aber, dass ihr die teilen könnt in der Familie. Ihr könnt also tatsächlich jedem eurer Familienmitglieder einen Teil dieses Speichers zuordnen und sagen, pass auf, du darfst 200 GB davon benutzen, du 500 GB und der Papa, weil er Homeoffice macht, 1 Terabyte. Also insofern relativieren sich da die Kosten wieder, wenn man das auf mehrere Personen aufteilt. Wie gesagt, ich habe diese 2 Terabyte Version, weil wir damit die ganze Firma zum Beispiel auch verwalten. So, dann haben wir also diese iCloud zumindest kostenlos, diese 5 GB. Und wo finden wir das Ganze? Die meisten werden es auf ihrem Mac im Finder finden. Da gibt es nämlich dieses iCloud-Symbol hier und da ist das iCloud Drive. Und da seht ihr schon, ich habe jede Menge Ordner hier angelegt. Und wir werden jetzt einen neuen Ordner hier oben anlegen auf diesem Laufwerk. Das ist im Grunde genommen eine Festplatte im Internet. Und da sagen wir jetzt mal, das ist unser Schulprojekt.
Und da haben wir den Ordner angelegt. Der muss jetzt hier unten irgendwo auftauchen. Da ist er. Wir machen einen Doppelklick da rein. Und hier legen wir noch einen Ordner ein und sagen, das ist die Klasse 11b von mir aus. So, und was wir jetzt machen müssen, ist in diesen Ordner unsere Videodatei reinspielen. Und damit das recht einfach geht, habe ich hier die Tabulatorenleiste im Finder eingeschaltet. Falls ihr die nicht seht hier oben, könnt ihr auf Darstellung gehen und die Tab-Leiste einblenden oder eben auch ausblenden. Ich habe sie jetzt aber hier schon eingeblendet drin. So ähnlich wie beim Safari kann ich dann hier oben auf das Pluszeichen klicken und bekomme so ein neues Tab. Und im Ordner Filme hier bei mir, da finde ich meine Präsentation. Da wurde nämlich diese 2MB-Datei, die erzeugt wurde, hingespielt. Also er hat sie quasi vom Schreibtisch, wo sie ursprünglich lag, in diesen Filme-Ordner kopiert oder beziehungsweise die Kopie dort angelegt, die verkleinerte Version. Und was ich jetzt nur machen muss, ist, ich gehe hier nochmal auf diesen Tab Schulprojekt, gehe in meinen Ordner Klasse 11 und dann klicke ich wieder hier auf dieses Tab und bin wieder in dem Filmeordner und jetzt schiebe ich die Präsentation einfach hier oben auf Klasse 11b und wenn wir da reinschauen, habe ich sie dahin verschoben. Fertig, da ist sie und die kriegt so ein kleines Wölkchen, habt ihr gerade vielleicht gesehen. Damit wird sie hochgeladen in dieser iCloud und jetzt steht sie zur Verfügung und zwar so zur Verfügung, dass ich sie teilen kann. Dazu klicke ich hier mit der rechten Maustaste mal drauf und wähle aus dem Menü Teilen, dass ich Personen hinzufügen will. So, und da klicken wir mal drauf und jetzt sieht man hier einen neuen Dialog und damit kann ich diese Datei jetzt freigeben. Und zwar kann ich da Personen hinzufügen. Jetzt denkt ihr euch, okay, super, jetzt die ganze Klasse mit 35 Schülern hier einzutippen, das wird ja ein richtiger Spaß, denn ihr könnt diesen Link, der dazu nötig ist, um diese Datei herunterzuladen, einmal per E-Mail verschicken, per Nachrichten, aber ihr seht, man kann den Link auch kopieren und da klicken wir mal drauf und dann schauen wir uns nochmal die Freigabeoption an. Hier steht nämlich, dass nur berechtigte Personen, die wir eingeladen haben, diese Datei herunterladen dürfen und die dürfen die Datei auch bearbeiten. Das heißt also unter Umständen auch löschen. Das wollen wir nicht. Die sollen die nur lesen können, also nur herunterladen können. Und wir können zum einen eben jetzt alle Personen einladen und dann können nur die wirklich die Datei herunterladen. Wir können aber auch sagen, pass mal auf, jeder, der den Link hat, weil der Link, der ist so kompliziert, der da generiert wird von Apple, den errät kein Mensch. Also jeder, der diesen Link hat, kann die Datei runterladen. Okay, so und dann drücken wir hier auf Teilen und nun ist dieser Link in meine Zwischenablage kopiert worden. Das heißt, der steht jetzt zur Verfügung und ich kann ihn jetzt in eine E-Mail einfügen und ich mache das mal. So, hier bin ich in meinem E-Mail-Programm. Ich benutze übrigens Spark und nicht das Original Apple Mail-Programm, aber das ist was anderes. Die E-Mail-Programme sehen alle gleich aus. Jetzt schicke ich mir selber mal hier den Link. Also ich schicke mir das mal an mein Museum und dann sage ich hier, also zum Beispiel Lehrmaterial 2, gehe hier rein und tralala und pipapo und schreibe noch was Nettes. So, und dann drücke ich hier Command V und dann habe ich diesen Link hier stehen. Ihr seht schon, der ist sehr kryptisch hier hinten. Ganz komplizierte Nummer, die dahinter steht. Also wer den so errät, ja, der hat dann Glück, der kann das Video dann halt sehen. Ne? Aber ansonsten ist das der Link, mit dem ich tatsächlich jetzt die Datei herunterladen kann. Und das kann jeder. Der braucht kein Apple-Gerät zu haben, der braucht auch kein iCloud-Drive zu haben, nichts. Der braucht nur diesen Link. So, und damit das klappt, ich zeige euch das jetzt mal, gehe ich mal mit diesem Link, den ich hier habe, den kopiere ich mir nochmal und wir gehen jetzt mal in einen Browser, zum Beispiel Firefox, der völlig losgelöst ist von dem ganzen Mac-System. So, und ich kopiere den Link mal hier oben in die Adresszeile von Firefox und dann laden wir das Ganze mal und jeder, der diesen Link aufruft, kriegt diesen Dialog angezeigt und wer jetzt ein Apple-Nutzer ist und auch ein iCloud Drive hat, der klickt hier drauf, dann wird nämlich dieses Video direkt in sein iCloud Drive rüber kopiert und wer gar kein Apple-System hat, aus der Windows-Welt zum Beispiel kommt, der drückt einfach auf eine Kopie laden und dann kommt der Dialog, wo er die Videodatei einfach herunterladen kann. So einfach und eben auch kostenlos, wenn man die 5 GB benutzt, könnt ihr die Videodateien also verteilen. Und das Tolle ist, wenn wir sie klein rechnen, dann verbrauchen wir auch nicht so viel von diesen 5 GB. 2 MB haben wir nur verbraucht für die Videodatei. So, ich bin jetzt nochmal in den Finder gegangen und wir schauen uns das nochmal an. Hier im iCloud Drive sehe ich, dass diese Datei geteilt wird von mir. Daran kann ich das erkennen. Und wenn ich die rechte Maustaste klicke und auf Teilen klicke und dann Personen anzeigen sage, dann kommt hier der Dialog, wo ich nochmal die Personen sehe, die ich eingeladen habe, falls ich sie eingeladen habe, was wir jetzt nicht getan haben, weil wir ja den Link nur benutzt haben. Und falls jetzt ein Schüler sagt, Mensch, ich habe den Link gar nicht bekommen, dann könnt ihr sagen, Link senden. Und dann kommt der Dialog wieder, wo ihr nochmal den eben per E-Mail verschicken könnt, per Nachrichten-App verschicken könnt. Und hier können wir auf Link kopieren klicken und dann wird er wieder in die Zwischenablage kopiert. Also das kann man jederzeit wieder machen. Und natürlich, wenn wir die rechte Maustaste hier draufklicken, teilen,
Personen anzeigen, sagen, dann können wir natürlich auch irgendwann bei den Freigabeoptionen sagen, so passt mal auf, das Teilen beenden wir jetzt, das Video steht nicht mehr zur Verfügung. Ne? Zum Beispiel könnte der Lehrer sagen, passt mal auf, die wertvollen Abi-Tipps, die gebe ich euch nur bis zum so und so vielten. Ja? Und dann muss jeder das herunterladen und dann könnt ihr das anschließend beenden. Naja, okay. So, das soll also mal ganz schnell so ein Rundumblick gewesen sein, wie verkleinere ich Dateien, um sie möglichst kompakt und schön klein zu machen, trotzdem die Qualität erhalten bleibt und wie verteile ich das Ganze kostenlos, ohne groß mir was runterladen zu müssen, Dropbox anzumelden und was nicht alles. Mit der iCloud geht das wunderbar. Das soll es gewesen sein. Die Videos zu dieser Serie, die stelle ich kostenlos zur Verfügung, weil mir das ein großes Anliegen ist, dass sowohl Lehrer, Schüler, aber auch Mitarbeiter aus dem Homeoffice und alle, die hier auch am Computer sitzen, denn das mit dem Videokomprimieren ist ja nicht nur für Schüler und Lehrer interessant, sondern für alle, die mit Videodateien arbeiten, dass ihr alle an das Wissen kommt und euch die Dateien runterladen könnt, könnt ihr auf www.arcada-club.de machen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Serie geht weiter, denn es gibt noch viele spannende Sachen, die ich entdeckt habe. Kommen wir noch zu. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf ein Gefällt mir. Und wenn ihr im YouTube-Kanal seid, klickt gerne auf Abonnieren. Dann seid ihr Mitglied im Arcada Club. Und wenn ihr aufs Glöckchen klickt, bekommt ihr einen Hinweis, sobald ich Videos online stelle. Das war's. Und wie immer, bleibt gesund und munter.